Das Harte daran war, als das Mädel da gelegen hat, habe ich natürlich gleich reagiert, stabile Seitenlage, alles gemacht. Und währenddessen ich das Mädchen in die Lage gebracht habe, hat ihre Freundin versucht, ihr die Turnschuhe zu klauen. Das finde ich total hart. Krass. Jo Leute, willkommen zum ersten Club-Vlog. Heute zeige ich euch meinen Laden. Ihr werdet mich die ganze Nacht begleiten bis zum Schluss. Wir versuchen euch hier Bilder zu liefern vom Bahnhofsviertel, sehr authentisch zu bleiben und nicht wegzuschneiden. Aber lassen wir uns nicht lange reden, lasst uns loslegen. Du bist unser Chef, du musst uns glücklich machen, oder? Genau so. Das ist mein Geburtsort, wo ich geboren bin. Das ist eine bekannte Stadt in Zemun. Echt? Ja, in Serbien. Ja, das steht auch Zemun. Ein Star-Modo. Genau, ich komme jetzt in YouTube. Hey, gute Musik. Mach mal lauter. Hallo. Wir haben keinen Stripper da, verstehst du? Die Tanzschuhe musst du ja. Wohin geht's jetzt? Wir gehen schnell was essen. Noch mit deinem Special Guest und ja, schauen wir weiter gleich. Feierabend, herrliches Teil. Bist du YouTube? Herrlicher Wagen, ey. Kein Wunder. Wir waren hier der gelbe Lambo runtergefahren. Mario! Erzähl mal, was macht ihr hier? Ich bin jetzt hier mit ein paar Kollegen. Yo. Ich komme aus Dortmund. Wir sind eigentlich nur auf der Durchreise. Ja, genau. Wir gehen morgen noch in Urlaub, machen einen kurzen Stopp bei mir in Frankfurt und dann geht's weiter in Schwarzwald. Was ist euer Eindruck jetzt von der Gegend hier? Ja, also wenn man so aus dem Ruhrgebiet kommt, ist natürlich erstmal eine krasse Straße, sag ich mal. Ne? Ist viel Neues, aber wir wollten einfach mal so das Frankfurter Leben, sag mal das Nachtleben so ein bisschen kennenlernen. Wollten einmal durchlaufen. Das sind viele krasse Eindrücke, ne? Ja. So, hat man nicht so oft gesehen. So. Hier ist ein bisschen bunter, ein bisschen mehr Vielfalt, so auf jeden Fall ziemlich geil. Ich bin zwischendurch eigentlich gerne hier, also einfach mal ein bisschen was vom richtigen Frankfurt zu sehen. So. MMA-Fighter, ne? Ja. Ich würde sagen, hast du einen Kollegen von mir grüßen? Ja, komm schon. Ich bin Yannick, irgendwo Yannick. Yannick, schöne Grüße, mein Junge. Dankeschön. Willkommen zurück. Grüße euch. Wie war's? Ach, war kurz und knapp, sag ich mal. Aber hat gut geschmeckt. Nice. Hier, das ist auch ein sehr guter Freund von mir hier vorne. Ach, der kommt der andere auch noch. Grüß dich. Alles gut. Das ist Zuhältertruppe 2002, also ab 2002. Die 1978er, die sind da hinten, 2002 hier. Oh, guck mal hier, die Zuhältertruppe 1978. Zuhältertruppe 1978, ja, der mit der Brille da. Hör mal, was machst du? Gib Gummi. Ui, ja. Du bist auf der Sendung, du! Kannst dein Feld aufbessern!
Ja, bleib hier. Okay, wie sieht allgemein hier der Abend so aus? Wie verbringt ihr den Abend? Was sind so normale Geschehnisse hier? Normale Geschehnisse? Ja. Zuallererst gucken wir mal, was wir essen. Das ist das Erste. Dann freuen wir uns auf viele Gäste, die mit den Mädels ein paar Stunden verbringen. Ich gehe mal vom Club weg. Hier draußen siehst du ja, was hier rumläuft. Hier ist ja wirklich Messerstecherei, Schlägerei an der Tagesordnung. So nett jetzt hier vor unseren Läden, aber so in den anderen Ecken hier vorne, in der Niederstraße und so Sachen, da geht schon gut zur Sache. Junkies, wo hier rumlaufen. Aber die halten sich eigentlich mehr oder weniger fern vom Laden so. Die wissen schon, wo sie hinlaufen können und nett. Da sind wir ja auch da. Wie sieht sonst so eure Schicht aus? Wie lange geht die? Wann fängt die normalerweise an? Wann endet die? Wenn es dunkel wird, bis es hell wird. Genau so ungefähr. Bin manchmal 7, manchmal 8. Je nachdem auch, wie mit dem Training ist das vereinbar. Aber so meistens bis 4 oder 5 Uhr morgens sind wir schon hier. Wochen ist manchmal länger. Ja. Aber je nachdem. Das Geschäft bleibt halt, bis der Hammer fällt. Ja. Der bleibt halt bis am Ende. Okay, jetzt ist Ehrlichkeit gefragt. Okay, ist Christian ein guter Arbeitgeber? Ja. Strenger Chef, aber ein super. Strenger Chef? Strenger Chef, okay. Der muss man ja aber mal positiv, gehört haben. Ne? Positiv streng, alles gut. Und ist er, jetzt bei dir Ehrlichkeit gefragt, ist er ein guter Arbeiter? Ja gut, ich muss es ja jetzt so beantworten. Na, er ist ein mittelmäßiger Arbeiter, sagen wir es mal so. Nein. Man muss ja wirklich mal sehen, guck mal, wir kennen uns ja alle schon ein halbes Leben lang. Ja. Wir arbeiten, Arbeit ist Arbeit, Freundschaft ist Freundschaft. Jeder weiß, was er hier zu machen hat. Ja, ne. Und dadurch, dass er dann auch meine Mankos kennt, dann fällt es ihm jetzt schwer zu sagen, dass ich ein guter Mitarbeiter bin. Aber prinzipiell. Nein, jeder weiß, was er hier zu machen hat. Und wir stehen hier alle zusammen und machen es ja auch nicht seit gestern zusammen. Von daher passt das schon. Oh, look at the dog. Hey. Hey. Was macht jetzt, wenn du so da drauf guckst? Gut, du musst samstags kommen. Warst du schon mal samstags? Wir kommen noch mal samstags. Ja. Ja, viel Spaß, Alter. Was habt ihr hier vor? Chillen, wir rumlaufen, aber es ist gerade nicht so. Stinkt ein bisschen hier. Wonach stinkt hier? Verschiedensten Gerüche, die könnt ihr euch nicht ausmalen. Wofür kennt? Wart ihr schon mal hier in den Pickel? Ja, wir waren öfter hier, aber naja, man muss ja halt manchmal durchlaufen, was soll man machen? Und wofür ist das Viertel hier bekannt? Auf jeden Fall für Drogen, würde ich sagen. Was glaubt ihr, wie ist das dazu gekommen? Dass die ausgerechnet diese Gegend so wurde? Haha, das sagt ihr. Ich weiß nicht, vielleicht haben die sich hier versammelt, haben manchmal damals gedacht, wir machen was und jetzt sind die süchtig abhängig geworden. Wie findet ihr das, was euer Eindruck, wenn hier so durchgeht? Nennt ein paar positive, ein paar negative Sachen. Positiv auf jeden Fall. Komplett Absturz. Man will so nicht werden, das ist schon mal positiver Einfluss auf uns. Schule machen, bla bla, in jedem Fall nicht so negativ. Boah, alles optisch ekelhaft. Viele Menschen hier, alle, man merkt einfach, hier stimmt was nicht. Und wie läuft Schule bei dir? Ja gut, ich mache gerade mein Fachabi noch ein Jahr, dann bin ich fertig. Und bei dir? Haben die da alles gut, ich mache auch Fachabi. Und du? Ich habe meinen Realabschluss gemacht. Nice. Okay, perfekt, Jungs. Habt einen schönen Abend, ja? Euch auch. Oh, danke, Mann. Stell dich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Sugar, bin hier aus Frankfurt, bin Speedboy, bin 40 Jahre alt, konsumiere auch viel Drugs und ja, das lebe dieses krasse, verrückte Leben hier in Frankfurt. Erzähl mal, was am Leben hier in Frankfurt ist wirklich verrückt? Das Verrückte ist, die Leute kommen hierher und kommen hier nicht mehr weg. Würdest du dich dazu zählen? Nein, ich habe mich freiwillig dazu entschieden, hierher zu kommen und ich liebe Frankfurt, es ist eine geile Stadt. Jeder Tag ist ein Abenteuer, es geht immer gut ab. Viele Frauen, viel Sex, viel Drugs. Wann hast du das letzte Mal Sex? Ein paar Tage. Ein paar Tage. Heute nicht? Ja, heute vielleicht noch. Erzähl mal, du hast vorhin das Thema Drogen angesprochen, das interessiert uns offensichtlich. Was ist dein Bezug dazu, deine Einstellung? Ja, also es ist so, es gibt einmal den Teil der Menschen, die ihre Persönlichkeit verlieren dabei und ihre Ideale und wirklich Loyalität oder Freundschaft oder Ehrlichkeit bleiben total auf der Strecke. Es ist einfach nur
jeder nutzt den anderen aus. Vertrauen ist hier sehr gering, ist eher so, jeder kämpft ums Überleben. Die Leute rippen ab, was sie kriegen. Der eine sagt, ich melk die Kuh lieber, bis sie alt und schwach wird und stirbt. Und der andere sagt, ich schlachte sie gleich. Die Mehrheit hier in dem Teil ist wirklich so, dass diese Straße hier zum Beispiel, das ist jetzt, ich habe den Straßen hier einen Namen gegeben, das ist The Walking Stone. The Walking Stone nenne ich es, weil die Straße breit ist und viele Leute Steine hier verlieren. Also laufen alle wie bei The Walking Dead, im Kopf nach unten und so nach den Steinen. Ja, es gibt natürlich auch die anderen Straßen, zum Beispiel die Straße hinten, wo die ganzen Fixer sind, die auf dem Boden sitzen, die nenne ich Junkie Unchanged. Junkie stimmt alle, Django Unchanged, okay? Junkie Unchanged. Und dann gibt es nochmal die Straße, die auf der anderen Seite ist, da wo der Kiosk ist, wo die alle vorstehen, wo die rumhängen, wo das Nachtcafé ist und so, die nenne ich Junkie Safari. Das Ganze ist ein großes Buch, vor allem Jurassic Junk, da geht's richtig ab. Jurassic Junk nenne ich die Straße aus dem Grund, weil ihr wisst ja, bei Jurassic Park werden die Menschen von Raptoren gejagt. Raptoren jagen im Rudel. Also, das ist die Straße der Albaner. Du bist auf jeden Fall bis jetzt der Freshste, den wir hier kennen. Wenn einer auf jeden Fall auf die Fresse kriegt, dann von einem ganzen Albaner Rudel. Das heißt, 10 gegen 1. Alleine kommen die nicht? Ja, keine Chance allein. Entweder du läufst um daneben oder du kriegst Schläge und kämpfst um daneben. Was ist das Heftigste, was du je gesehen hast? Was ich jemals gesehen habe, das Heftigste. Das war, dass ich hier um die Ecke gekommen bin und ein Mädchen gerade von ihren Freunden einen Knaller bekommen hat, also eine Spritze. Und ich nur gesehen habe, wie ihre Lippen blau wurden und ich sie dem Tod nahe sah. Das Harte daran war, als das Mädel da gelegen hat, habe ich natürlich gleich reagiert, stabile Seitenlage, alles gemacht. Und währenddessen ich das Mädchen in die Lage gebracht habe, hat ihre Freundin versucht, ihr die Turnschuhe zu klauen. Das finde ich total hart. Krass. Natürlich gab es dann noch eine andere Situation. Ich hatte ein paar Jungs aus Kassel, die waren hier. Junge Somalia, die natürlich sehr übermütig waren und die haben von den Albanern irgendwas geholt. Ja, das, was für die bösen Jungs ist halt. Und waren unzufrieden. Ich habe ihnen abgeraten, da Ärger zu machen. Aber ich habe schon oft gesehen, wenn jemand auf die Fresse gekriegt hat. Aber die beiden Jungs auch. Du hebst dich auf jeden Fall deutlich ab von den meisten Menschen, die wir hier heute kennengelernt haben. Du machst auf jeden Fall einen scharfsinnigen Eindruck, konzentrierter, hast auf jeden Fall ein anderes Bewusstsein. Du hast vorhin angesprochen, dass du auch konsumierst. Was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis ist einfach, dass ich bleibe. Und wenn ich merke, dass ich irgendwie in eine andere Richtung abdrifte, dann halt mich wieder zurückhole selber, indem ich mir sage, stopp. Das darfst du nicht machen. Es gibt viele verschiedene Arten von Psychosen, die Leute haben. Zum Beispiel auf dem Boden suchen, ja, oder manche, die sind ganz lange wach und fangen dann an, Spastiken von zu machen. Viele werden aggressiv teilweise auch. Viele wissen gar nicht mehr, was sie getan haben. Bei mir ist es halt wirklich so, dass ich kann 3 Tage, 4 Tage wach sein, aber man kann mit mir noch ein intelligentes Gespräch führen. Was glaubst du, wie lange du das noch schaffst? Ich mache das nicht mehr lange mit. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug Infos gesammelt und werde demnächst eine Entgiftung in Betracht ziehen. Hast du noch abschließende Worte an alle Zuhörer? Ja, Leute, lasst die Finger vom Koks, denn das ist nicht gut. Verdient eure Ziele nicht aus dem Weg, aus dem Leben. Macht, was ihr liebt. Findet eure Berufung und lebt für euch, nicht für die anderen. Ja, Leute, es war ein kleiner Einblick ins große Bahnhofsviertel. Wir haben euch alles gezeigt rund um den Bahnhofsviertel. Es ist mittwochs ein bisschen ruhiger. Wir versuchen es nochmal am Wochenende auf jeden Fall. Freitag, Samstag ist hier die Hölle los. Warten wir mal bis dahin ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr da wart.